Herzlich willkommen in Space Engineers. Ich möchte dieses Video nutzen, um, ja, nennen wir es eine Art Tutorial zu machen, wie ich einen Spielanfang mache, wie ich es handhabe, um zu überleben. Das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Ja, natürlich im Optimalzustand. Und nicht irritieren lassen, hier sind ein paar Sachen jetzt bei mir im Spiel, die schon gemoddet sind. Ich möchte natürlich nach und nach auch euch in diesem Tutorial einige Mods dann vorstellen, aber wir fangen einfach mal grundlegend an. Wie spawne ich? Viele fragen sich immer, ja, ich habe ja so viele Auswahlmöglichkeiten, mit was sollte man eigentlich anfangen zu spawnen? Wo kann ich spawnen? Ich habe jetzt hier bei mir im Spiel zwar gestartet gehabt mit Planeten, Erde, Mond, Mars etc., aber ich habe diese Planeten im Nachhinein entfernt und dadurch befinden sich hier auch noch die Landing-Fahrzeuge drinne als Spawn-Fahrzeug. Ich favorisiere die kleine Ente, und zwar ist das dieses gelbe Respawn-Schiff, was ihr jetzt gerade eben schon gesehen habt. Dies ist immer dieses Wiedereinstiegsschiff, das allererste. Das ist diese gelbe Ente. Es gibt noch ein weiteres, das ist ein bläuliches Schiff, etwas kleiner. Vorschiff ist ein kleines Schiff, also aus kleinen Blöcken gemacht, nicht zu verachten. Ja, Rettungskapsel etc., die sind alle dann viel kleiner und haben auch keine Raffinerie und so weiter an Bord. Das Schiff hier hat schon eine Raffinerie, aber das ganze Schiff ist kleiner und bietet halt nicht so viele Möglichkeiten wie die Ente. Warum Ente? Ja, ganz einfach, weil dieses Schiff halt gelb ist. So. Support die Location können wir später. Guck nochmal zu den Anzeigen im Spiel. Linke Seite ist meine Spielfigur, rechte Seite ist mein Schiff oder was auch immer ich gebaut habe, meine Station. Und die unterste Leiste ist eine Art Werkzeugleiste, in der ich mit dem Buchstaben G aus dem Schiff oder der Station, wo ich bin, die einzelnen Elemente, Gruppen, die ich auch immer zusammengefügt habe, reinstecken kann hier unten und natürlich dadurch wählen kann. Sei es Waffen, sei es Bohrer, sei es zum Beispiel den Gravitationsgenerator ein- und auszuschalten, etc. etc. Aber dazu kommen wir später, eins nach dem anderen. Wie gesagt, linke Seite ist meine Spielfigur. Ich sitze in dem Schiff, da ist der Gravitationsgenerator an, also habe ich eine G-Kraft von einem G. Ja. Das große Schiff wird gesteuert. Ich habe meinen Helm auf, ich habe 100% Gesundheit. Natürlich, da ich am Cockpit sitze, ist natürlich Jetpack aus, etc. Auf der rechten Seite ist ganz wichtig die Trägheitsdämpfer oder auch Dämpfer genannt, Dämpfer oder wie auch immer auf Englisch. Ihr seht dort, wie schwer ich bin und natürlich die Geschwindigkeit. So, wir drehen mit der Maus und fliegen mal zu unserem kleinen Punkt hin. Ich schalte mal die Trägheitsdämpfer aus, das macht man mit Z. Nicht vergessen, dies immer wieder zu überprüfen. Ihr seht jetzt auf der rechten Seite unten mittig von diesem Fenster Trägheitsdämpfer aus. Ja, wirklich da immer mit drauf achten. Das Spiel hat manchmal so die Eigenart, Trägheitsdämpfer einfach auszuschalten. Oder wenn ihr zum Beispiel jetzt aufstehen würdet, da ihr die Trägheitsdämpfer ausgeschalten habt. Die sind zwar auf der linken Seite als in eurem Anzug jetzt angeschaltet, aber in dem Moment, wo ihr aussteigt, sind sie auch aus. Das kommt dann manchmal zu Unfällen. Man stößt sich irgendwo den Kopf, sage ich mal. Man stirbt doch mal mit seiner Figur. Da halt immer drauf achten. Warum fliege ich jetzt darüber? Jo, ich habe da halt noch schon ein paar Ressourcen drinnen, beziehungsweise kann man das Schiff dann gleich noch mit nutzen. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. So, Trägheitsdämpfer sind aus, also wir könnten theoretisch auch das ganze Schiff ausschalten, weil dadurch, dass wir voll Stoff gegeben haben und die Trägheitsdämpfer ausgeschaltet haben, fliegt das Schiff einfach so lange, bis es auf irgendwas trifft.
haben wir natürlich einige Asteroiden. Wie gesagt, ich habe momentan keine Planeten oder sowas drinne. Also wir haben jetzt hier wirklich nur eine reine Erkundungswelt, endlos groß, mit verschiedenen großen Reaktoren, Asteroiden. Und da vorne blitzelt auch schon unser kleines Schiff auf. Machen wir das komplette Schiff wieder an und blende natürlich hier unser Head-Up wieder ein. Die Geschwindigkeit ist im Normalfall nicht so hoch. Also momentan hier ist eine Speed-Mod drauf. 250 Sachen können wir fliegen. So. Da sind wir schon. So. Jetzt möchte ich euch die allerwichtigsten Sachen zuerst zeigen. Also wir sind gestartet hier mit unserer kleinen gelben Ente. So. Jetzt geht es erstmal grundlegend los. Wir haben, wenn wir K drücken, natürlich unser Inventar, unsere Sache, alles, was wir jetzt hier im Schiff eingebaut haben. Hier oben seht ihr den Namen, Respawn Schiff, der lässt sich unter Info hier ändern. Ja. Und hier im Kontrollfeld sehen wir alle eingebauten Elemente, vom Gravitationsgenerator an, bis hin halt zu allen Triebwerken. Ich blende jetzt einfach mal aus die Sachen, die ich für unwichtig halte, weil ich die einfach nicht sehen möchte, um hier einfach Ordnung drin zu haben. Die Krankenstation blenden wir auch aus, die kommt gleich komplett weg. Sammler, bla bla bla, das tun wir alles mal ausschalten. Für mich ist jetzt momentan wichtig die Montageanlage und Raffinerie. Beide schalte ich aber momentan aus, um rumzusparen. Weil ganz unten auf der rechten Seite seht ihr verbleibender Treibstoff, Waage. Dies ist aber nur in dem Zustand, so wie sich jetzt gerade das Schiff befindet. So, wir sind ausgestiegen. Rückhaltsdämpfer sind an, aber was ist nicht an? Das Jetpack. Also X gedrückt und schon haben wir unser Jetpack. So, die Umbauten, die ich vornehme, leider gibt es immer noch einen Bug, dass die Lampen nicht richtig ja, verbaut sind. Ihr seht hier, die sind nicht an der Decke, sondern die sind halt wirklich irgendwo anders. Können wir aber neu setzen, wenn man das möchte. So. So wären sie eigentlich richtig. Aber zu den wichtigsten Umbauten. Ganz wichtig, die Krankenstation baut da ab, weil, wenn ihr hier an die Krankenstation rangeht, seht ihr auf der linken Seite Energie, Sauerstoff und Hydrogen. Das, was sich jetzt nicht auflädt, ist der Sauerstoff, weil die Krankenstation mit keinem restlichen Schiffssystem verbunden ist. Das tun wir aber gleich im Nachhinein machen. Den mache ich weg, weil wir den hier nicht brauchen und die Ressourcen aber dafür brauchen. Die Tür ist nicht wichtig, kommt daher auch raus. Genauso wie diese Catwalks. Kommt erstmal alles raus. Ohne Sitz können wir natürlich unser Schiff nicht steuern, aber das kommt gleich. Weil den Sitz setze ich immer ein kleines Stückchen weiter hier hinten hin. Baut man das kurz hoch. Vielen Dank. So. Das Wichtigste natürlich hier, während man spielt, ist natürlich zu Anfangs Sauerstoff und dann Energie. Unseren Sauerstoff haben wir hier hinten. Das hier ist der Sauerstoffgenerator. Sauerstoffgenerator. Er ist relativ einfach zu merken in der Optik. Der hat halt diesen ja, geriffelten Block hier. Und hier an dieser einen Seite, der ist leider verdreht, seht ihr, der leuchtet dort grün. Das heißt, es ist Eis drinne, erarbeitet. Ansonsten wäre er nur gelb. Wenn er natürlich aus ist, wäre er rot. Das ist unser Sauerstoffvorrat. Nehmen wir uns mal noch eine Flasche raus, die können wir dann jederzeit füllen. So,
Und der Sauerstoffgenerator ist hier mit dem Verbinder oder beziehungsweise Konveyorsystem verbunden und genau da setzen wir jetzt unsere Krankenstation hin. Also ihr seht, dieses Block ist durchsichtig. Die Krankenstation hat an der Unterseite und an der Oberseite diesen gelben Rahmen und den setzt er einfach genau auf diesen Dingens drauf. Jetzt haben wir quasi hier oben durchgehend bis runter zu dem Conveyor eine Verbindung. Er ist sozusagen dann mit dem Schiff verbunden und damit automatisch auch mit unserer Sauerstoffaktion, Anlage, also Generator. So, wenn wir jetzt hier mit T uns aufladen, seht ihr auf der linken Seite unten, es lädt sich alles auf Energie, Sauerstoff und Hydrogen. Und gleichzeitig hört hier den Sauerstoffgenerator auch arbeiten. Da bekommen wir einen kleinen Besuch. So, im Normalspiel, da ich hier jetzt eine Mod drauf habe, um die Trägheitsdämpfer zu verstärken, solltet ihr entweder mit dem ganzen Schiff rückwärts fliegen, weil das sind die Antriebstriebwerke, da haben wir quasi auf jeder Seite zwei, das heißt vier zum Gas geben, aber nur zwei zum Bremsen. Das ist schlecht. Also entweder ihr dreht den Sitz rum im Schiff, also einfach andersrum hinsetzt, ja, um damit rückwärts zu fliegen, oder ihr montiert die Triebwerke um. Also ihr tut einfach zwei hier abmontieren, einen hier, einen auf der anderen Seite. Und montiert den einfach hier oben drüber, hier diesen dreieckigen Block rausnehmen zum Beispiel und den und dann direkt hier drauf setzen. Aber wenn ihr das halt sich euch die Arbeit sparen wollt, dann einfach den Sitz abbauen und andersrum hinsetzen. Weil dann fliegt ihr in die richtige Richtung und bremst auch dementsprechend. Also so rum hindrehen, also den könnt ihr auch da hinsetzen, das spielt keine Rolle. Dann würdet ihr nämlich quasi so fliegen und dann tun die auch automatisch bremsen. Das ist zur Bewegung bremsen, sagen wir mal, die bessere Lösung. Wie gesagt, Eis ist wichtig und Uran. Jetzt sind wir aber hier mal etwas kleinlich. Schalten hier mal kurz alles an. Haben wir zwar nicht viel drinne, aber das Wenige klauen wir uns noch. Wenn ihr hier oben auf diesen Button nicht leer tippt, werden euch alle Blöcke angezeigt, wo halt was drin ist. Wie halt hier der Sauerstoffgenerator und auch der Reaktor. Jetzt ist das Schiff lahmgelegt, hat keinen Strom mehr etc. Das werden wir dann gleich zerlegen. Aber bevor wir das tun, möchte ich die übrig gebliebenen oder schon erbeuteten Elemente hier schon einmal verarbeiten. Ist natürlich nicht und die Flaschen auch nicht. Die kommen hier rein. Das Eis sollte gleich verschwinden, genauso wie das Uran verschwindet. So. Schalten wir den wieder ein. So, was ich noch sagen wollte, wenn ihr hier einfach herklickt, ich hatte ja hier die ausgeblendet, diese anderen Sachen. Und damit man die wieder einblendet, drückt man hier auf das Symbol. Einfach hier mal einmal reinklicken und mit Steuerung und A, genau wie auf einem Windows-Desktop oder was auch immer, alles markieren und dann an euch transferieren, transferieren zu ich. Und dann mit der Fraktion teilen. Dann kann jeder an diese Sauerstoff Dingens ran, etc. So, das blenden wir aus. Das brauchen wir nicht. Die Krankenstation. Oh, wir sind ja wieder mal schreibfaul, ne? Krankenstation benennen wir um und blenden die auch aus. Raffinerie machen wir an. Na gut, die schalten wir mal noch aus, die können wir später einschalten, brauchen wir noch nicht. Kommen da langsam näher, immer im Auge behalten. So. Montageanlage. Wir haben dieses ganze Zeugs hier reingeworfen. Demontieren, alles zerlegen.
sobald er hier umschalten tut auf Monktieren, ist natürlich Schluss. Aber warum mache ich das? Ich will dann hier diese Werkzeuge haben und dazu brauchen wir Platin hauptsächlich. Das kriegen wir aber raus, wenn wir hier das weiter zerlegen lassen. Da dürfte das ein oder andere Platinstück mit bei rumkommen. So, dann warten wir ganz kurz ab. Geht relativ schnell. Ich habe die Elemente jetzt dort alle reingeworfen, weil ich möchte dann mir bloß diese Sachen herstellen, die ich dann auch brauche, um quasi zu Anfangs so wenig wie möglich Ressourcen zu verschwenden. Ich werde dann gleich das andere Schiff hier zerlegen. Also das wird gleich komplett zerlegt. Wenn ihr solche Aktionen macht, so wie ich, startet mit dem Schiff einfach. Setzt euch unter GPS eine Koordinate hier unten auf neue Dingen setzen und dann wird die euch eingeblendet. Also, wenn ihr jetzt sterben tut, seht ihr die quasi immer für euch eingeblendet. Die lösche ich aber raus, weil ich da diesen kleinen Punkt noch habe. Den brauchen wir zwar momentan nicht, schalten wir deswegen aus. Gucken wir nochmal rein hier. So, mit L schaltet das Licht ein. Braucht aber natürlich bei eurem Anzug dementsprechend auch Energie. So, hier fehlt uns natürlich Platin. Wo kriegt man Platin her? Autsch, meine Ohren. So, theoretisch, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, müsste... in den Triebwerkskomponenten Platin drinne sein. Jawohl, das Hammer. Das zerlegen wir komplett, weil jetzt können wir uns hier diese guten Werkzeuge herstellen und die möchte ich dann auch jetzt auch gleich nutzen. Um diese nutzen zu können, muss ich die natürlich unten in die Leiste reinziehen. Rechtsklick, dann klickt er alles raus. Dann geht er hier oben auf Charakterwerkzeug und da sind sie schon. Klickt sie dort rein und schon sind sie nutzbar. So. Mit diesem Starterschiff, die Ente, könnt ihr natürlich dementsprechend hier schnell starten. Ihr könnt natürlich so ein Triebwerk auch jederzeit von eurem Schiff abmachen, wenn das einer von diesen beiden hinteren Triebwerken ist. Ja, weil zwei Stück, also vier Stück dort, da kann man den einen opfern, um sich quasi die besseren Werkzeuge zu herzustellen. So, was ich angemerkt haben wollte, man braucht, wenn man diese Ente hier am Anfang hat, eigentlich kein weiteres Bohrschiff. Das Wieso, Warum liegt auf der Hand. Man kann mit wirklich wenigen Ressourcen
kann man hier sich einen Bohrkopf herstellen, den man direkt an dieses Schiff hier bohren, anbauen kann. So. Müsste jetzt gleich der Bohrkopf kommen. Ne, haben wir schon wieder drüber geblättert. Bin ein Held. Held, ein Held. Ich suche den aber auch jedes Mal, ne? Das ist mit den vielen Mods hier und der nicht vorhandenen Suchfunktion ist das echt, da ist er, schwierig. Also das ist der ganz normale Standardbohrer, heißt halt Bohrer. Hier in der Mitte müsste man in dem Fenster gucken. Da seht ihr, was ich dazu brauche. Wichtig ist, Nickel braucht man, Eisen und Silizium. Silizium hat man ein bisschen, Nickel ist sehr knapp, bekommt man aus Motoren bzw. wiederum aus Triebwerkskomponenten. Ja. So, und dann stelle ich einfach mal einen her. Das sind die paar Ressourcen, die man dann unbedingt braucht. Also man kann mit dem Schiff, was man hier hat, zu den ersten Vorkommen fliegen und sich genau diese Elemente mit dem Handschwill, sprich dem guten Stück, auch wenn man eine einfache Version hat, quasi erbeuten, möchte ich es mal so nennen. So. Und dann nehme ich einfach diesen Dingens. Wir haben ja hier eine hübsche Raffinerie hinten dran. Und da packen wir einfach den Bohrer dran. Das reicht für den Anfang vollkommen aus, ja, dass man nicht alles mit der Hand machen müssen. Und schon habt ihr ein funktionierendes Schiff mit Sauerstoff. Zwar nicht sehr viel Strom, Energie und einen Bohrer. Um nicht alles, wie gesagt, händisch zu machen. So. Den ersten Geh- bzw. Fahrversuch, den seht ihr dann beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und bis dann. Ciao.